Was für ein toller Tag für einen Spaziergang. Phoebe liebt Überraschungseier. Man weiß nie, was in ihnen steckt. Groovy, verwandle dich in etwas Nützliches, um es vom Baum zu holen. Nein, Groovy. Es muss etwas sein, auf das Phoebe klettern kann. Genau, Groovy. Versuch's mit einer Leiter. Ihr drei seid ein tolles Team. Was sich wohl darin versteckt? Nein, Groovy. Das ist nicht Brokkoli. Es ist nicht einmal etwas zu essen. Es ist ein Spielzeugbaum. Lasst uns nach Hause gehen und eine leckere Portion Gemüse verdrücken. Oh, wollt ihr etwa an den Strand? Das ist ja großartig. Und was habt ihr dabei? Einen Sonnenschirm. Ein Badetuch, Sonnencreme, Schwimmflügel, Sandspielzeug, ein Gummitier? Prima! Ihr habt auf jeden Fall alles dabei, was man für einen lustigen Tag am Strand braucht. Brokkoli? Einen Heizkörper? Einen Mantel? Groovy! Diese Sachen brauchst du am Strand doch gar nicht. Warte, Groovy. Zuerst solltest du dich eincremen. Du willst doch keinen Sonnenbrand bekommen, oder? Schau, so wie Phoebe. Oh, das macht bestimmt Spaß. Was ist das denn? Ein Haifisch? Oh, zum Glück nur ein Delfin. Delfine sind sehr freundliche Tiere. Warum spielt er nicht mit ihm? Hey, ich glaube, da ruft euch jemand zu. Ort, um Ball zu spielen. Seid vorsichtig, sonst macht ihr noch etwas kaputt.
Warum lasst ihr nicht den Ball und schaut euch das Museum an? Ihr seid doch beide Dinosaurier-Fans. Paps, was ist denn mit dir los? Alles in Ordnung? Kinder, wisst ihr, was los ist? Ein Laster? Ein Hoverboard? Ein Karussell? Brokkoli? Ein Überraschungsei? Ein Feuerlöscher? Guter Versuch. Aber ich glaube, jetzt ist sie noch wütender. Versuche mal, sie mit einem Blitz zu blenden. Kinder, was glaubt ihr? Worin könnte sich Groovy verwandeln, um die Mumie zu erschrecken? Nein, Groovy! In einen Dinosaurier! Und was haben wir heute gelernt, Kinder? Bälle gehören nicht ins Museum. Das ist ja ein cooles Kostüm. Halloween macht total viel Spaß. Die Kinder verkleiden sich und bekommen Süßigkeiten. Aber Groovy, du brauchst doch gar kein Kostüm. Du kannst dich doch Aber wäre es nicht einfacher, wenn er sich einfach Groovy, dein Kostüm ist genial. Seid ihr bereit für einen richtig lustigen Halloween-Abend? Wir sind gespannt, wie sich die anderen Kinder wohl verkleidet haben. Sagt mal, wo sind nur die Kinder? Was ist los? Keine Spur? Nichts? Das ist doch nicht möglich. Groovy, warum verschaffen wir uns nicht eine bessere Perspektive, um die Kinder zu finden? Kinder, erinnert ihr euch an den Vogel aus dem Park? Groovy sicher auch. Er hätte fast Kacke auf ihn gemacht. Groovy, alles in Ordnung? Psst, hey Kinder, wisst ihr, wie er schnell wieder auf die Beine kommt?
Hey Groovy, möchtest du etwas Brokkoli? Das funktioniert immer, Kinder. Gemüse heilt einfach alles. Groovy, warum verwandelst du dich nicht in einen viel größeren Vogel? So kann sich Phoebe auf dich setzen und hilft dir dabei, herauszufinden, was los ist. Los geht's, Groovy. Da sind sie ja. Das ist ja komisch. Worauf schauen sie nur alle? Oh nein! Ist das eine Hexe? Sie hat die Kinder verhext. Kinder, wenn sich Groovy in eine Hexe verwandelt, kann er den Fluch brechen und sie in ein Schwein verwandeln. Was meint ihr? Können wir sie so erschrecken, damit sie ein für alle Mal verschwindet? Frankenstein? Joker? Michael Jackson? Eine Maus! Wartet, eine Maus! Das ist es! Hexen fürchten sich vor kleinen Mäuschen. Groovy, verwandle dich in die größte Maus, die du kannst! Größer, Groovy! Viel größer! What are you doing? Are you trying to say something? Oh yes, subscribe, kids. Groovy the Martian, official channel.